Mein Name ist Hannes Meyer. Ich bin zusammen mit meinem Kollegen Reinhard Scharf Abteilungsleiter der Basketballabteilung des TV Marbach. Aktuell haben wir 11 Mannschaften im Spielbetrieb, 2 Herrenmannschaften, seit neuestem oder seit 3 Jahren auch endlich wieder eine Damenmannschaft. Wir haben so ungefähr 350 Mitglieder, davon knappe 200, die aktiv am Spielbetrieb teilnehmen. Die Abteilung Basketball wurde 1971 gegründet. Marbach hat relativ früh mit dem Basketball angefangen. Die erfolgreichsten Zeiten waren so Mitte der 80er Jahre, als die Herren 1 in die zweite Bundesliga sogar aufgestiegen ist. Der jüngste Erfolg war vor 4 Jahren, als die Herren 1 in die zweite Regionalliga aufgestiegen ist. Was natürlich für so einen relativ kleinen Verein wie Marbach schon ein sehr großer Erfolg war. Konnte man leider nicht halten. Nach 2 Jahren ist man dann wieder abgestiegen in die Oberliga. Wir setzen also ziemlich alle Jugendmannschaften von U10 bis zu Herren. Im Bereich U14, U16 haben wir auch Damenmannschaften oder Mädchenmannschaften. Wir haben in letzter Zeit wieder ziemlich viel Zulauf an Jugendspielern. Wirkt sich hoffentlich auch bald dann auf die Herrenmannschaften aus. Ich selbst bin seit 1993 im Verein, habe dann alle Jugendmannschaften durchgemacht. Bin mit 16 Jahren in die Herren 1, damals noch in der Bezirksliga. Bin dann mit der Herren 1 von der Bezirksliga über die Jahre bis in die zweite Regionalliga aufgestiegen. Habe dann nach 15 Jahren Herren 1 bin ich dann kürzer getreten und seitdem spiele ich jetzt in der zweiten Herrenmannschaft. Da spielen wir aktuell wieder in der Bezirksliga. Mein Name ist Uli Heiden, ich bin 58 Jahre alt, Mitglied beim TV Marbach eigentlich seit über 40 Jahren. Ich habe Basketballspiele gelernt beim TV Marbach, habe mit meinem damaligen Trainer eigentlich alles durchgemacht. Ja. Wir sind mit unserer Mannschaft damals bis in die zweite Liga aufgestiegen, das war 1984, da war ein bisschen Leerlauf, wenn sie meine Kinder aufs Feld kommen, dann hat mich so irgendwann mal wieder gepackt und dann habe ich mit Jungtrainer angefangen, zweite Mannschaft, dann erste Mannschaft. Ich lege eigentlich unheimlich Wert auf die Charaktere, auf das Mannschaftsgefüge und auf den Teamgeist. Wenn es dann passt, dann ist gut. Hi, ich bin der Simon, derzeit Kapitän der TV Marbach Herren 1 Mannschaft, mittlerweile auch schon 14 Jahre im Verein. Hier eigentlich auch alle Mannschaften durchlaufen, ja, von Jugend über Herren 3, 2 und jetzt in der Herren 1 gelandet schon ein paar Jahre. Ja, dieses Jahr ist eher ein schweres Jahr für uns, ein kleiner Umbruch in der Mannschaft, ein sehr junges Team, aber wir kämpfen und sind dabei, uns jedes Training zu verbessern. Und ja, es ist einfach eine extrem große Motivation zu spielen, viel Energie auf dem Parkett, auch wenn wir schon viele Spiele verloren haben. Ja, die Jungs haben Bock und es geht auf jeden Fall bergauf.